Hallo und willkommen zurück in Tropico. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Für den Ruhm für El Presidente und gegen das trübe Winterwetter bleibt uns ja auch sonst nichts anderes übrig. Bauen wir... Presidente, wir haben lange nichts mehr entdeckt, aber fast einen Krieg angezettelt und ein Lama getötet. Sehen Sie, wenn man etwas Schlechtes tut und dann hinterher schiebt, dass man ein Lama getötet hat, fragt jeder nur noch, was das Lama denn verbrochen hat. Jetzt können wir etwas Schlechtes tun, ohne dass es jemand merkt. Yeah! So. Ich weiß nicht, ob ich die... Das Internet wollten wir auf jeden Fall. Ach, steht demnächst mal wieder eine Wahl an. Furchtbar. Dass die Leute nicht einfach so zufrieden sein können mit meiner hervorragenden Regierung. Mal sehen. Nahrungsversorgung ist perfekt gut. Unterhaltung könnte besser sein. Sicherheit ist gut, Arbeitsplätze ist schwierig, ja. Wir bauen doch schon so viel und so schnell wie geht. Problem ist, es geht kaum schneller. Kamerad Präsidente, ich fürchte, dass die Ziele der Revolution gefährdet. Ach, das? Haben wir schon erledigt. Wir haben die Papiere für die Finanzierung. Und ein Bürogebäude haben wir hier auch in Planung. Es muss nur erstmal gebaut werden. So, und ich denke mal, hier werden wir noch mehr Apartmentgebäude hinsetzen. Alternativ wäre es zu überlegen, hier den Wohnkomplex auch noch ein bisschen auszubauen. Wie kann ich helfen? Hey, unser Raumfahrtprogramm arbeitet endlich. Können wir aber auch sonst nicht viel dazu einstellen. Die Frage ist, was bauen wir noch? Was bauen wir noch? Hier natürlich die Wohnanlage noch weiter zu vergrößern, wäre durchaus nicht uninteressant. Haben wir beides schon. Hier haben wir den Supercomputer, aber wegen der alten Mine können wir hier leider... nicht so effizient bauen. Obwohl, doch, das würde gehen. Wir sitzen mit unserer gesamten ist okay. Dann können wir uns auch noch einen zweiten Supercomputer leisten. Weil ein Supercomputer kann doch die Großartigkeit von Präsidenten nicht berechnen. Um einen schönen Familienurlaub zu verlegen. Bringt alles Profite ein.
Sack mal auf die Kürze entschieden, wir modernisieren. Warum auch nicht? Und die Highschool, ah, sehr schön. Yay, unser erster Raumsonde hebt ab, um schöne Satellitenbilder von Tropico zu machen. Hier haben wir noch eine Highschool, die können wir auch modernisieren. Und da ist eine neue Mission. Herr Präsident, Penultimo hat einen weiteren Schlag erlitten. Seine zweite Persönlichkeit ist jetzt zurückgekehrt. Er hat sich dieses Mal selbst in den Keller des Palasts eingesperrt. Er nennt es seine Ketthöhle. Mhm. Ein Schern... aha, okay. Ja, das ist nicht das Problem. Pff. Den Strom haben wir mal mit Links erzeugt. Das Ding ist fast fertig. Warum? Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahl. Nein, nein, wir betrügen nicht. Aha. Nahe dran. Wenn jetzt noch bitte jemand den letzten Ziegel setzen würde, damit das Stadion endlich fertig wird, wäre El Presidente maximal begeistert. Für diesen heißen und muskulösen Fußballer im Stadion? Ich auch. Also Finger weg, der gehört mir. Ihr könnt seine Freunde haben. Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren. Natürlich haben wir gewonnen. Oh, und 3 Sterne. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mal sehen, wir haben hier doch einiges an Militärgebäuden. Gerade eine Drohnenkommandozentrale sollte doch gut bestückt sein. Auf jeden Fall. Können wir die Berühmtheit oder setzen wir die lieber hier rein? Ja, wir setzen die Berühmtheit lieber ins Familienressort. Wobei, ja, hier haben wir schon eine Berühmtheit drin. Ach, läuft alles gerade rund. Tickets doch. So. Also so schlecht kann unsere Gesundheitsversorgung doch gar... Naja, doch, kann sie eigentlich schon. Aber das ist nicht unsere Schuld. Das sind die bösen Amerikaner und Russen und alle anderen halt. Aber nicht wir. Hier haben wir zwar schon ein Krankenhaus. Wie kann ich helfen? Ein Rebell, ha? Huh? Würde ich sagen, da wir eh in diese Richtung hier weiterentwickeln.
Platz für eine Straße dazwischen lassen. Manchmal wäre es schön, den Dschungel einfach ein ganz kleines bisschen ausblenden zu können. Bei gewissen Arbeiten stört er dann doch, vor allem wenn man es symmetrisch haben will, aber... Ach ja, sowas können wir mal erlassen. Was haben wir denn sonst noch so Lustiges? Ja, das ist auch was, was wir durchaus brauchen können. Sozialversicherung, Bildungsprogramm. Ja. Das haben wir gemacht, um Leute zu beeindrucken, die es sich leisten können. Also, besser biologisch. Könnten wir jetzt aufheben, aber... Das machen wir mal auch. Ab heute gibt es Grippe und andere Impfungen in eurer örtlichen Klinik. Aber falls ihr Angst vor Nadeln habt oder eine Impfung für euch genauso wenig etwas ist wie für mich, in der Jolly Roger gibt's genug Tequila und andere starke Immunisierungen. Den Virus möchte ich sehen, der sich mir nach ein paar kurzen noch nähert. Rettung naht, Yarnboy, mein treuer Diener. Tropico benötigt wieder unsere Hilfe. Mhm. Die R-E-B-E-L-L-E-N. Mhm. Ay, caramba! Ach, wo hatten wir ihn denn eben gesehen? Und natürlich hat der nette Mensch sich dann auch direkt weiter bewegt. So finden wir den schon mal nicht. Wirtschaftssicherheit. Okay, das ist es nicht. Rebellenbedrohung. Guten Abend. Guten Tag. Wie kann ich helfen? 100.000 heulende Höllenhunde, Präsident. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ach, da es Tropico so gut geht. Geben wir eine Runde Steuersenkungen aus. Ja klar, wenn man natürlich drei Leute gleich auf einen Schlag verbannt, dann... ...hat das natürlich Auswirkungen.
Wir haben noch mehr Kathedralen. Ach, wunderbar. So, das sollte die Begeisterung der Leute für meine Herrschaft jetzt erstmal wieder stabilisieren. Im siebten Himmel wahrscheinlich. Okay, bin nicht sicher, worauf sich das bezieht, aber... Schön genug ist es in Tropico in jedem Fall. So, welche wunderbaren Dinge können wir denn für unser Paradieschen noch tun? Ein Wellness-Hotel, hm? 10 reiche Touristenfamilien. Die Frage ist, wo quetschen wir das Ding noch hin? Also Wohngebäude in der Nähe wäre schon mal nicht gut. So. Jetzt mit dem Strom aus. Immer noch überaus akzeptabel. Bei meiner gesunden Paranoia ist es, glaube ich, besser, die Radarstationen noch besser zu bezahlen. Außerdem haben wir nur die 2, das wird auf dem Arbeitsmarkt nicht so viel ausmachen. Noch eine Kavest. Meine Kettsinne grübeln, Jarnboy. Ich glaube, das war noch nicht das Ende der Rebellen. Komm, wir müssen uns auf unseren nächsten Kampf mit ihnen vorbereiten. Einen riesigen Laser. Haben wir. Und der ist lustig. Wo setzen wir das jetzt hin? Eins extra reicht erstmal. Sondergeschichte noch. Schwimmende Wohnungen. Aber nur noch ein kleines bisschen Spionageabwehr.
Wir sollten es nicht übertreiben. Effizienz 100 ist durchaus akzeptabel. Dem Fernsehsender fehlen Arbeiter. Arbeiter sind sowieso irgendwie immer so ein bisschen das Problem. Definitiv zu viele Arbeitsplätze und zu wenig Leute, um sie zu füllen, aber... Jeder soll eine Krankenversicherung bekommen. Sofern. Ah, noch 5 Monate. Aber es wird trotzdem erst in der nächsten Episode passieren, denn der Timer sagt, wir sind schon wieder am Ende. Dann, ja, fange ich jetzt schon mal an. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!